Hier sprechen wir die wunderbare Miu. Hallöchen. Und der Speech Boy Ustra zu einer weiteren Folge Harvest Moon Back to Nature. Hallo Karen. Ach, mir ist übel. Warum ist mir in letzter Zeit dauernd übel? Oh, sie ist schwanger. Nein. Doch. Ist das nur die Müdigkeit? Guck mal, wie sie geguckt hat. Ah, nee, jetzt kommt's. Wahrscheinlich ist es nur die Müdigkeit. Ja, wir haben es wohl geschafft. Wir haben die Karen irgendwie geschwängert. Fernbefruchtet. Das ging ganz schön schnell bei uns. Ja, sicher. Ich bin ja der heiße Stecher aus der Nachbarschaft. Was gibt's denn morgen? Mondschautag. In dieser Nacht ist der Mond am schönsten. Ich gehe mal doch ein bisschen höher. Ich sitze wirklich sehr tief. Sag ich auch. Dann muss ich mal eben schauen, was wir alles noch so in der Tasche haben müsste. Aber reichen. So. Erstmal den Zaun wieder aufrichten. Das hat ja in der letzten Folge geregnet. Das stimmt. Das ist auch der letzte Tag, an dem die Wichtel kommen übrigens. Ja. Ist aber auch gut, dass sie heute nochmal kommen. Ja, auf jeden Fall. Da fehlt Zauni. Ach nee, da gehört gar keiner. Fehlen ist schon richtig. Wenn einer fehlt, ist es genau richtig. So. Zwei. Da kann man wieder Süßkartoffeln. Guck auch innen. Naja. Da, drei brauchst du. Drei. Vier. Vier. Ich glaube, das war's. Okay, vier Stück ist kein Problem. Ja, wir haben jetzt wieder richtig viel zu tun, nachdem das halbe Feld voller Früchte ist. Hätte ich ja auch nicht gedacht, dass es so fix geht. Ich finde das schön. Da war immer ein bisschen Arbeit. Ja, ein bisschen Arbeit ist ja auch in Ordnung, aber wir haben ja jetzt wirklich Haufen Arbeit. Wir haben leider keine Steine mehr, ne? Nee, Steine haben wir gar nicht mehr. Einen habe ich noch, aber wo kommt der hin? Da irgendwo unten in der Mitte war der, glaube ich. Nö. Oder war der ganz unten? Das ist alles normal, das ist alles normal. Ich glaube, hier habe ich irgendwann geschlagen. Ja, nee, das ist auch normal. Das ist auch Weg, ja. Hey, aber da. Okay. Ha, huh. Ein Glück, haben wir das geschafft. Einmal alles ablaufen, dann geht das schon. Ja, ist echt so. So, ja, Karin ist wohl schwanger. Sehr gut. Habe ich doch gesagt. Ja, hast du ja auch gesagt, das stimmt. Aber irgendwann muss es ja mal so weit sein. Und du sein. Denkst, das ist nur die Müdigkeit. Das dauert ja jetzt auch noch ein bisschen. Ja, gut. Mein Kind kommt ja auch nicht gleich direkt am nächsten Tag auf die Welt, wenn man, ne? Ich habe das noch nie so erlebt. Wäre vielleicht für die Frau ganz angenehm. Weiß ich nicht. Ja, klar. Hast du nämlich diese tolle Bindung zu dem Kind. Ach, pappelapapp. Scheiß drauf. Ich meine, die Bindung besteht daraus, dass du als Frau Schmerzen erleidest, um dieses Kind überhaupt auf die Welt zu bringen. Na, dann kann ich auf die Bindung verzichten. Och, jetzt bist du aber ziemlich heftig hardcore. Das ist aber nicht nett. Wer möchte denn diese Schmerzen haben? Manche sind auch schwangerschaftssüchtig. Ja, aber ich glaube, das liegt nicht an den Schmerzen, sondern an diesem Baby-Effekt hinterher. Meinst du? Ja. Also ich habe das mal gesehen in der Dokumentation, dass es Frauen gibt, die halt dieses... diese Babysucht entwickeln. Okay. Weil die da halt noch hilflos sind und du denen immer Windeln wechseln musst, füttern musst, bla, und die können ja gar nicht wirklich viel alleine machen. Und dann brauchen die immer ein Kleinkind bei sich. Ach so, echt? Ja. Und dann dadurch werden die halt immer, wollen die immer wieder schwanger werden. Ja, dann können die einfach. Weil die immer diesen Baby-Effekt haben wollen. Dann können die sich einfach so Typen suchen wie mich. Ich bin den ganzen Tag Baby und hilflos, von daher. Ja, genau. Ja. Was Wenn denn? Jetzt gerade eine Frau zusieht, ja, die immer ein Baby haben möchte, dann nehmt euch doch mal den Ustra hier für einen Tag, dann habt ihr. Ist echt so. Dann wollte das nicht mehr. Dann wollte es nicht mehr. Ja, dann ist vorbei. So, aber dann, ja gut, es gibt natürlich alles, ne? Und es gibt natürlich auch eine Mario-Maschine. Jetzt gib mal Gas hier. Ich möchte nicht 500 mal anschreien. Dankeschön. Ein Ei ist noch drin. Ein Ei ist noch drin. Wir geben heute wieder eins der Erntegötter. Richtig, richtig, richtig. Natürlich. Wie so oft geben wir eins der Erntegötter. Nee, jetzt, wo es so viel geregnet hat, konnten wir das ja nicht. Nee. Regen und Feste und dann darfst du nie. Das kommt natürlich noch in den Dings und das kommt in den Dums. So, das nochmal eben da reingeschmissen. Sehr schön. Ja, goldene Milch, goldene Mayo haben wir jetzt schon. Also goldenes Ei, goldene Milch. Jetzt brauchen wir noch goldene Wolle. Goldene Mayo verkörpert nur, dass das die beste Mayonnaise der Welt ist. Ja. Das ist die, die ich immer so gerne esse. Ja. Es gibt eine, die ist zwar auch ein bisschen teurer, aber das ist die beste. Das ist einfach die beste Mayonnaise. Ja, aber schon lange nicht mehr. Hm. Nee. Egal. Lass uns nicht über Mayonnaise reden. Früher morgen. Früher morgen auf Mayonnaise-Trip. So.
Nee, weiter geht's im Text hier. Weiter geht's im Text. Ja, wie ist es? Nochmal die Frage, wollt ihr, dass die Hühner nach etwa einem Jahr dann ausgetauscht werden für andere Namen? Ich meine, normalerweise sollte man sich ja noch ein anderes Huhn behalten, was dann auch das Fest gewinnen kann. Ja. Aber an sich, hallo an. Oh, du bist auch gekommen, Ustra. Na, Sigi. Ich hoffe wenigstens, wenn Karin jetzt wirklich schwanger ist und... Das interessiert auch keinen. Das Kind kommt, dass das jemanden interessiert. Nein. So zum Beispiel, herzlichen Glückwunsch zur Geburt oder so. Es ist ein Junge. Das ist das Schöne. Das ist einfach ein Geheim. Das ist das Schöne an deiner Tierparade. Da ist jedes Mal, egal welches Event zwischen dir und deinem Partner ist oder auch so, kommt jemand und gratuliert und du kriegst ganz viel Post. Er kennt das irgendwie noch an. Das ist ja auch in Ordnung. Aber gut, das sind halt Sachen, die jetzt in den letzten 3 Jahren waren und Dinge, die in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren waren. Das sind halt Unterschiede. Ja, klar. Aber ich bin ganz froh um die Limitiertheit. Manchmal finde ich Games... Hast du gesehen, wie der gelaufen ist? Was hat der gemacht? Heute mache ich einfach mal den Trip Walk. Gestern nicht gut rausgekommen. Erstmal den Pfad korrigieren. Ich wollte was sagen, jetzt hat mich der Polizist rausgebracht. Ich wollte, glaube ich, sagen, dass... Mit 20 Jahren und 3 Jahren. Ja, genau. Ich weiß es ja auch wieder. Ich weiß es doch die ganze Zeit. Und ich wollte nur gucken, ob ihr aufgepasst habt. Mein Gott. Oh. Nein. Es ist doch so, dass... Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Es geht schnell, oder? Nein, es geht viel zu schnell. Es geht um die Limitiertheit. Manchmal finde ich das okay, dass man bei einem Spiel nicht unbedingt diese Alles-ist-möglich-Option hat, weil das macht das Spiel manchmal auch langweilig irgendwann. Es ist zwar gut, viele Möglichkeiten zu haben, aber manchmal ist es echt... warum lässt du mich in Ruhe und gibst mir einfach nicht vor, was ich zu tun habe, damit ich nicht so viel denken muss. Ich finde, nicht alle Games sollten so sein, aber gut, ich meine mit nicht denken meine ich jetzt nicht, du musst dir sozusagen selber eine Story ausdenken, sondern du kannst einer Story folgen und, ne? Und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein blödes Beispiel sage, für mich persönlich blöd, weil ich selber solche Spiele einfach nicht spiele, das ist zum Beispiel GTA 5 im Moment, ist ja, du hast relativ viele Möglichkeiten, aber du hast halt auch diese Storyline und du musst nicht nur dieser Story folgen, sondern du kannst auch ein bisschen, du kannst auch ein bisschen was frei machen. Und das finde ich ja okay. Und dann kannst du dann, wenn du mal keinen Bock hast, dann kannst du mal einen Tag einfach der Story folgen und dann musst du dir nicht irgendwie eine eigene Story ausdenken. Aber wenn man dann Minecraft zum Beispiel anguckt, da hast du halt dann das Problem, du musst jedes Mal, wenn du das anmachst, sozusagen deine kreative Murmel anstrengen. Ja. Weil jedes Mal auch irgendwann, finde ich, das ist ja das Anstrengende an Minecraft, irgendwann ist bei mir als Normalsterblicher Ende. Das Kreativität, Hirn, Ende. Ende. Ja. Das Hirnende einfach, weil mein Gehirn sagt, jetzt muss auch mal Schluss sein und wenn du dich da wieder vorsetzt, hast du keine Ahnung, was du noch bauen sollst. Ja, genau. Oder was du sonst machen sollst, weil du gehst einfach fucking jeden Tag dahin, farmst dein Feld ab, baust ein paar Häuser, machst deine Dorfbewohner rein, blablub. Hast jetzt aber alles so gesehen und ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ja, dann ist es nämlich blöd. Ja. Und das finde ich auch blöd. Und das mag ich, das ist auch eines der Dinge, warum ich Minecraft zum Beispiel dann irgendwann weniger Spiele. Ja. Das ist genauso wie bei Seven Days to Die. Das macht halt Bock. Auch weil es relativ fertig ist für ein Early Access Game und ich finde andere Survival Games halt unfertiger. Und man kann da auch sehr viel machen. Aber irgendwann ist das auch so. Dann sagst du, es ist vorbei. Und es ist auch gut so, dass es jetzt vorbei ist. Scheint in etwa 13 Tagen schon soweit zu sein. Krass. Hallo Freddy, du scheinst ja heute gute Laune zu haben. Und du musst auch gute Laune haben, weil für Schaffest brauchen wir dich. Ja. Warte mal, aber Selina hat auch jetzt wieder Wolle, oder? Jetzt haben sie alle Wolle. Da kann ich ja die Mimi mal eben abreißen. Du musst nur die Mimi finden. Ja, ja, klar. Hast du die Schere mit? Nein, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, du hattest in der Farbe keine drin, deswegen. Nee, habe ich glaube ich auch nicht mit, weil ich die letzte Mal weggetan habe, wo wir jetzt das ganze Feld neu gemacht haben. Guck mal, das ist die kleine Milchpackung. Ah, oh, wie süß! Gibt's auch noch Mini-Käse. Mini-Käse, ja, ich weiß, das ist ein Käseautomat und eine Blume, das passt nicht zu. Ah, okay, wieder eine Blume. Goldkäse. Large-Käse, okay. Oh, ich freue mich, wenn wir immer... Oh, Babykäse! Guck das mal an. Yeah! Obwohl, so klein ist der ja auch schon nicht. Nice! Schon im Gegensatz zu den anderen sehr mini.
So, jetzt müsste ich auch mit allen gesprochen haben, alle gemolken. Okay. Hast du gefüttert? Nee, gefüttert habe ich nicht, aber ich hole jetzt erst die Schere. Ach so, ich dachte schon. Nein, nein. Der Ostra will unsere Kühe und Schafe nicht füttern. Tötet ihn! Ich bin. Du bist wunderbar. Nein, ich bin dran. Ich bin ganz dran. Aber wie findet ihr das denn? Das ist doch auch mal eine Meinung. Wie findet ihr das, wenn es so richtig viele freie Möglichkeiten gibt, wo man sagen kann, das ganze Spiel besteht eigentlich nur daraus, dass du machen kannst, was du willst? Das ist zum Teil cool, aber ich will ja eure Meinung wissen. Ich finde es auch. Es ist zum Teil cool, zumindest in der Anfangsphase, wo man denkt, boah, geiles Game und alles. Und ich glaube, das kennen ganz viele, wenn man sagt, ich will das unbedingt haben, dann zockt man das, ich weiß nicht, 3 Monate Und dann ist vorbei. Man einfach sagt, boah, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll, ja. Und das ist halt nächstes Game. Und das war ja so ein Riesenhype und bei manchen Leuten ist Minecraft ja immer noch richtig groß geschrieben. Aber für mich persönlich, irgendwann ist es halt dieses, es ist fertig. Oh. Ja, passiert. Und egal, was ich jetzt machen würde, es wäre immer noch fertig. Das hat ja leider auch nicht gefruchtet mit unserem Minecraft Big Business Projekt. Genau. Das fand ich schon besser, weil du halt wirklich, ja, weil wir eine eigene Art, eigene Story durch Mods reingesetzt genau. haben. Oder wenigstens eine Aufgabe, die man, die, mit der man nachlaufen kann. Aber es ist halt so, das wollte das keiner Game sehen. Das Game ist, genau, es wollte keiner sehen und das Game ändert sich dadurch aber auch nicht wirklich. Nee. So, jetzt schenke ich erstmal der Frau gleich Blume. Und dann gehe ich ins Dorf und schenke einmal Blume. Und Ente Göttin Ei? Habe ich doch schon. Haben wir ja schon. Gut, dass du immer so gut aufpasst. Dann bin ich ganz glücklich und froh. Nee, ich habe nicht vorgelesen und dadurch war ich leicht irritiert. Ja. Das irritiert mich, wenn ich in meinen Kopf sage, du hast die Erntegöttin gar nicht gelesen. Also warst du auch noch nicht bei der Erntegöttin. So, Frau mache ich am Schluss. Heute ist Dienstag, das heißt, der Laden hat gar nicht auf. Ich wollte jetzt neue Wiese holen. Tja, zu spät. Das ist natürlich kacke. Bitteschön. Oh, danke dir, Ostra. Du hast mir so eine große Freude gemacht. Na sicher, was hast du denn sonst noch so? Gleich jetzt werde ich mir ein Menü für dich ausdenken. Das isst du doch selber. Was wäre wohl gut? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Tja, sie isst es nicht selber. Sie kocht auch gar nichts. Ja, ich weiß. Eigentlich wartet sie darauf, jeden Tag, dass du ihr Essen gibst. Ja, wahrscheinlich auf das. Jetzt, wo sie ein Kind erwartet, auch noch gutes Essen. Erwartet sie auch, dass ich sie fütter. Den ganzen Tag. Nein, nein, mit gutem Essen, nicht mehr Schlangenfraß. Das will sie jetzt auch nicht mehr. Doch. Ich weiß, aber es wäre lustig, wenn sie jetzt sagen würde, was willst du denn damit? Fände ich auch witzig. Manchmal sieht man nicht, was gut ist und was nicht, ne? Nee. Kommt doch drauf an, zu welcher Tageszeit man guckt. Ja, der Rafi denkt jetzt auch, der macht das schon. Ja, hast du gesehen, wie er einfach ignorant vorbeigeht? Ah, kriegt er schon hin. Lass uns doch mal versuchen, einen Fisch zu braten. Ja, meinst du? Ja. Okay. Aber diesmal einfach nur in die Pfanne und Salz. Achso, ich wollte hier eben noch aushelfen. Können wir gerne versuchen. Wenn du meinst, dass wir. Ich wüsste sonst nicht wie. Gut, okay. Ach ja, ich bin mal gespannt, wann die hier wachsen so langsam. Die Blumen? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen gar nicht. Aber sie sind ja ein Stück gewachsen. Guck. Jetzt hör auf, diese eine Pflanze zu gießen. Die hat keinen Vorrang von den anderen Pflanzen. Die stirbt jetzt, weil du sie zu viel gegossen hast. Guck, was ist da passiert? Da habe ich keine. Kanne leer. Kanne leer. Und blub, der Fisch mit in die Kanne ausgesaugt. Jetzt sieht man es wieder besser, was gegossen ist und was nicht. Aber am Nachmittag siehst du das gar nicht, finde ich. Das ist ja das Problem. Guck, da vorne ist auch noch nicht gegossen. Das ist ja das Problem, was ich hatte. Wo ich zu dir sagte doch, ich find's doof, ich erkenne gar nicht, was gegossen werden muss. Ja, ja. So, kannst du den Fisch auch rausholen? Ich muss dann wieder in meine Nase gehen, das ist ekelhaft. Und wie hole ich denn den Fisch raus? Einfach benutzen drücken am Teich. Da, wo die, weil, da, wo die Stelle abgetreten ist. Oder da, wo man gießt. Ja. Ist den weg? Genau. Danke, danke. Danke dir. Danke. Was wollen wir was? Was denn? Ich wollte fragen, ob wir erstmal weiter gießen sollen. Aber du nimmst mir ja gleich den Controller weg und ja. Wieso? Ja. Ja, weil ich es kann einfach. Auch weil ich, ich koche gerne. In der virtuellen Welt. So. Etwas Neues probieren. Wir nehmen einfach nur Pfanne und Fisch. Und Salz. Nicht das Messer. Vielleicht muss ich den aber aufschneiden.
Ja, aber das haben wir letztes Mal auch gemacht. Da lassen wir den Salz, das Salz weg. Hm, ne, wir hatten irgendwie noch was anderes dazu getan. Oh. Öl, ne? Ja. Jetzt einfach nur Fisch, sagst du? Ja. Okay. Vielleicht müssen wir den Fisch auch noch schneiden. Wer weiß das schon? Gericht hiermit zubereiten. Was willst du machen? Ich glaube, das hatten wir aber schon mal gehört oder gelesen, dass es so ist. Ping. Ah, das ging ja neben. Bah, auf zu Karen. Karen, ich hab dir was essen gemacht. Danke. Und was hast du sonst noch so? Ostra, gute Nacht. Ach komm schon, jetzt beschwerst du dich nur ein einziges Mal morgens, dass es ein bisschen blöd ist und jetzt sagst du nie wieder was darüber. Morgenübelkeit nennt man das. Ich hätte gerne irgendwie mit dir geredet und Statusbericht. Gesprochen. Ja, einfach nein, einfach mal irgendwie. Oh Mann. Hi. Also läuft der Transport eurer Erzeugnisse gut? Weiter so. Oder so. Hey, ich arbeite gerade. Ach, der holt sich gerade noch die anderen Sachen. Der holt von Bali die Sachen jetzt. Hey, Saibara, du alte Stachelglatze. Gray hat endlich angefangen, sich um seine Arbeit zu kümmern. Er geht aber jetzt auch immer zur Bücherei, schon ein Jahr lang. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Oh, tut mir leid. Passiert. Du solltest mal wach werden. Ja, ich werde gleich auch wach. Nach der Aufnahme, ich weiß. Ja. Sehr gut. Ich wollte nur mal ins Gasthaus stiefeln und die frohe Kunde der Übelkeit verkünden. Meine Frau geht schlecht und ich sauf mich. Meine Frau kotzt den ganzen Morgen, aber abends berichtet sie mir nicht davon, was passiert. Hm, ich traue ihr nicht mehr über den Weg. Ist echt so. Wie zielstrebig bin ich doch wieder. Ha, bin ich zielstrebig. Du bist sehr zielstrebig. Ja, du darfst noch rein. Geh. So, geh hinterher, schnell, 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 schnell. Bevor sie dich nicht mehr reinlassen. Die lassen mich rein. Stopp, es reicht, du kommst ja nicht rein. Ich möchte gerne noch was trinken. Was trinken wir? Ich möchte gerne was trinken. Milch? Was möchtest du trinken? So mitnehmen gibt's bei uns nichts. Traubenlikör. Okay. Der ist gar nicht mehr so nett zu uns. Hau weg, ne? Den Dreck. Yeah. Baby. Endlich habe ich was getrunken. Ey, meine Frau ist schlecht. Oh, was ist da? Bist du fertig mit der Arbeit? Na, geht so. Ich bin fertig mit den Nerven, meine Frau kotzt. Hallo, ich bin froh, dass es hier so guten Wein gibt. Ich kann jeden Abend saufen gehen. Ah, ja, schön. Karin jetzt nicht mehr. Hoffe ich. Hoffe ich. Sie trinkt weiter. Ich hoffe, sie hört auf mit Rauchen und Trinken und Feiern gehen. Und nicht mit in meinem Bett schlafen. Extreme Party Girl, like Karin. Was ist mit der? Ich meine, das finde ich echt komisch, dass sie nicht in einem Doppelbett gekriegt hat, sondern zwei getrennte Betten. Tja. Die kommen also nur zum Koitus zusammen und dann gehen die wieder getrennte Wege. Das ist auch bei Harvest Moon deiner Tierparade anders. Da haben die das Riesen-Ultimatum-Bett. Ja, das ist das gute Riesenbett. Aber ist auch vernünftig. Du willst ja auch theoretisch neben deinem Partner liegen. Na, weiß ich nicht, aber... Außer der stinkt nach der Arbeit. Ja. Hallo, beim Aufnehmen stink ich gar nicht so übel. Das ist okay. Wir waren ja alle duschen. Okay, Geruch. Wo gehst du denn hin? Ich habe die Erzeugnisse aus dem Wald vergessen. Oh, und ich wollte wenigstens die Trauben und den Trüffel holen. Und den Kühlschrank schmeißen. Ich kann dir das nicht verzeihen. Ist nicht schlimm, ich verzeih mir das schon ganz alleine. War mir schon klar. Das ist doch eigentlich Himbeere und nicht Traube, oder nicht? Das sind Weintrauben. Wilde Weintrauben. Ich dachte, das seien Himbeeren. Nein, keine Himbeeren. Himbeeren sehen anders aus und die gibt es auch nicht im Herbst, sondern Himbeeren gibt es im Frühling. Und das sollte man ja wissen, eigentlich. Hatte ich gedacht, dass du das weißt. Nee, also ich google das gleich nach der Aufnahme. Ja, google das mal nach der Aufnahme. Mach das. Währenddessen unterhalte ich weiter hier die Leute. Ja, wie du gut. Vielleicht... Schön, ne? Wir könnten noch mal angeln. Nein, ich angel doch nicht um 22:30 nachts. Muss ich gucken, manche Leute tun das. Die angeln bei MMOs die ganze Nacht. Habe ich noch nie was von gehört. Ja, guck dir das mal an. Und wer muss die Scheiße wieder korrigieren? Der Papa Ustra. Die haben nichts geschafft am Tag. Oh, die haben das gar nicht geschafft. Krass. Jetzt seh dir das an. Wahrscheinlich haben sie die Blumen auch nicht richtig gegossen. Und da oben ist auch nicht richtig gegossen. Die Blumen habe ich doch selber gegossen. Nein, ich meine die letzten Tage, deswegen sind die noch nicht so weit. Ach doch, klar, ich habe es mal angeguckt. Es ist echt komisch, dass der jetzt so... Okay, jetzt ist es aber fertig. Normalerweise dürften die gar nicht nach Hause gehen, wenn die nicht fertig sind. Was ist mit denen anstrengend, los? Anstrengend, ne? Ja, es ist anstrengend. Wie so kleine Kinder, die muss man immer kontrollieren. Sie ist wahrscheinlich schon im Bett. Ich dachte erst, sie sitzt da hinten in der Ecke. Nein, das ist aber der Aber das Hund. War Doggy.
So, mal gucken, was ich noch eben wegbringen kann. Wir haben viel schon im Kühlschrank. Das freut mich eigentlich. Gerade hier von dem Trüffelbüffel. Das ist wichtig. Ja, Karin ist schon im Land der Träume. Na, Kotze? Ustra, gute Nacht. Na gut. Einfach, das ist das einfach Lustigste daran, dass sie immer noch aufsteht. Ja. So, als hätte man hier mal schlafen zusehen können und einfach so dort fertig. Also wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schaut in unsere Videobeschreibung, auch du Ustra. Da findet ihr nämlich mehr von uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.